wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gäste, ich grüße euch auch ganz herzlich. Unser Thema heute lautet Vorbereitung der Gemeinde Jesu auf die Verfolgung. Vorbereitung auf die Verfolgung. Und ich lese uns dazu ein Wort aus Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 18 bis 21. Hier spricht unser Herr und Heiland Jesus Christus. Wenn euch die Welt hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, Vorbereitung der Gemeinde auf die Verfolgung ist ein sehr ernstes Thema, das ich mir nicht freiwillig herausgesucht habe. Aber wir erleben in der letzten Zeit viele Entwicklungen in Politik und Gesellschaft, die das auch für uns in Deutschland und Europa immer dringlicher machen. Keineswegs nur in Afrika oder Kleinasien oder in Nordkorea, sondern auch in Deutschland. Ich möchte das kurz erklären, aber den Schwerpunkt heute darauf legen, wie können wir als Einzelne persönlich uns darauf vorbereiten und wie können wir uns als christliche Gemeinde darauf vorbereiten. Es wird vielleicht etwas länger dauern. Nun, die aktuelle Endzeitlage zeigt uns auf, dass Verfolgung naht. Ich selber habe bisher noch keine körperliche Verfolgung erlebt, aber viel Verfolgung von solchen, die sich Christen nennen, Begrenzungen, Verleumdungen, Diskriminierungen und vielleicht geht es euch auch so. Aber auch von Atheisten, Satanisten und was es alles heute gibt in unserem Land zunehmend. Nun, wo begegnet uns Verfolgung? Wir denken natürlich an die ganze Islamisierung, die islamischen Bewegungen. Ich möchte vorausschicken, nicht jeder Moslem ist radikal. Und wir haben viele, auch hier in Deutschland, mit denen wir friedlich zusammenleben, möchten wir ganz klar sagen. Und ich sehe es auch immer als missionarische Möglichkeit, wenn Gott uns diese Menschen herschickt, dass wir ihnen freudig Jesus Christus als den Weg zum Himmelreich bezeugen dürfen, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Wir können uns nicht durch eigene Leistungen erlösen, auch nicht durch die fünf Säulen des Islam oder irgendwelche Werkreligionen, sondern allein, wenn wir das stellvertretende Reinigungsopfer unseres Herrn Jesus am Kreuz annehmen, dass wir reingewaschen sind von aller Sünde und Befleckung und dadurch in den Himmel kommen können. Das dürfen wir fröhlich bezeugen. Nun, wo allerdings der radikale Islamismus vordringt, wobei das natürlich schon in den späten Suren des Koran grundgelegt ist, da sagen sie, entweder du wirst Muslim oder du wirst getötet. Bestenfalls kann man eine Schutzsteuer bezahlen, wenn man am Leben bleiben will. Nun, viele wehren sich gegen die Islamisierung, aber ich denke, dass das auch bei uns zunehmen wird. Auch andere Religionen, die zunehmend einfließen. Dann ist auch eine Gefahr für bibeltreue Christen, die Ideologien, die um sich greifen, die Weltanschauungen. Wir hatten lange den Kommunismus, jetzt ist es sehr viel stärker der Genderismus als die neue Weltanschauung. Ich möchte es jetzt hier nicht ausführlich darstellen, aber es ist diese Lehre, die ja von der UNO bis hinunter über die EU, bis zu den einzelnen Regierungen, bis in die Schulen und Kindergärten überall verbreitet werden soll, dass es nicht mehr Mann und Frau gibt, sondern auf Facebook schon bis zu 60 Geschlechter. Und wer das nicht annimmt, der wird immer mehr verfolgt werden im neuen Europa. Gott sagt dagegen, er schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das bleibt unverbrüchlich im Wort Gottes stehen. Gerade in den USA wurde jetzt ein Gesetz beschlossen vom obersten Gerichtshof mit einer Stimme Mehrheit bei den Richtern, dass alle Bundesstaaten, auch die, die es bisher durch Volksabstimmung abgelehnt haben, jetzt auch homosexuelle Menschen trauen müssen. Ja, das ist also in den USA schon verpflichtend und auch die Kirchen sollen immer mehr dazu verpflichtet werden. Und wenn das bei uns zunimmt, bedeutet es auch Verfolgung, wenn wir das ablehnen. Ist uns das bewusst? Es hat einmal jemand eine Parodie auf das Europalied gedichtet. Ein Bruder, der hat mir das zugeschickt.
diese Parodie, also etwas veränderte Fassung, die lautet folgendermaßen. Komm, sing mit mir ein neues Lied. Es lebe Europa, es lebe die Welt. Aus Kriegen, Nöten, Kampf und Streit wächst die Menschheitseinigkeit. Menschen, reicht euch eure Hand, jetzt kommt das gelobte Land. Der Turm von Babel stürzte ein. Diesmal wird's erfolgreich sein. Straßburg steht schon, das Bürogebäude, wie der Turm zu Babel. Und davor zwei Figuren, die die Genderideologie symbolisieren. Also der Turm von Babel, damals stürzte ein. Diesmal wird's erfolgreich sein. Europa, wunderbares Land, Lamm und Drache, Hand in Hand, verkündet es mit lautem Schalle. Europa, Heimat für fast alle. Für Atheisten und Synkretisten, für Taoisten und Buddhisten, für Feministen und Humanisten, aber nicht für bibeltreue Christen. So erleben wir auch, liebe Geschwister, heute eine zunehmende Hetze gegen Evangelikale und Fundamentalisten, wie man es nennt, wenn man bibeltreu sein will, auch im christlichen Bereich, in den Massenmedien und auch in der Öffentlichkeit. In den Schulen wird zunehmend okkulte Lektüre, in den staatlichen Schulen, den Kindern aufgezwungen, über Zauberei bis hin zum Satanismus, Sexualkundeunterricht, Genderismus in Bildungsplänen, Evolutionslehre und, und. Man könnte jetzt vieles aufzählen. Ich kann jetzt hier nur Stichworte sagen aus Zeitgründen. Hinzu kommt auch schon in Deutschland eine zunehmende Diskriminierung bibeltreuer Gemeinden und Prediger durch Behörden und Kirchen, wenn sie sich gegen Zeitgeist, Bibelkritik und Ökumene stellen. Ein bekanntes Beispiel, ich nenne hier bewusst jetzt einen Pfarrer aus der Landeskirche in Bremen, Olaf Latzel, viele haben es sicher mitbekommen, der hat eine sehr deutliche Predigt gehalten über Gideon, der die Götzen zertrümmert hat und hat gesagt, auch heute wollen wir allein Gott ehren, wie es im ersten Gebot gesagt ist, und keinen Götzendienst irgendeiner Art, irgendeiner Religion in unseren Gemeinden und Kirchen dulden. Und es gab einen Aufschrei von seinen Kirchenkolleginnen und Kollegen, 70 gegen einen in Bremen haben sie demonstriert. So wie damals im Alten Testament, wo oft ein wahrer Prophet war und dann die mehrere hundert Baalspriester oder Götzendiener. Daran musste ich denken, als ich das in Bremen beobachtet habe, diese Situation. Man hat sogar die Staatsanwalt angeschaltet wegen Volksverhetzung, so wird es dann immer genannt, wenn man heute noch etwas Kritisches über heidnische Religionen sagt oder über Menschen mit sexuellen Fehlprägungen, wird man schnell als Volksverhetzer dargestellt. Aber die Staatsanwaltschaft hat diese Klage fallen gelassen. Und das gibt uns nochmal Hoffnung, dass die Glaubens- und Meinungsfreiheit doch noch ein hohes Rechtsgut ist in unserem Land und das auch uns noch einen gewissen Schutzraum bietet. Wie lange noch, wissen wir nicht. Aber wir sollten uns, liebe Geschwister, rechtzeitig vorbereiten auf Verfolgung. Und die Frage zunächst, wie können wir das persönlich als Einzelne tun und wie können wir es als Gemeinden tun in Deutschland, in Europa? Ich kann jetzt nur ein paar Gedanken dazu nennen in der halben Stunde, die mir jetzt verbleibt. Als erstes ist, dass wir unseren Herrn Jesus Christus mehr als unser Leben lieben müssen und sollten und hoffentlich auch tun. Auch, es klingt sehr hart, auch mehr als unsere Familien. Denn wenn sie uns gefangen nehmen und sagen, schwöre ab, dann darfst du wieder nach Hause oder wir lassen deine Kinder frei und so weiter, dann müssen wir sagen, wir alle, Vater, Mutter und Kinder lieben Jesus mehr als unser Leben, ja sogar mehr als unsere Angehörigen. Wir werden niemals Jesus verleugnen, niemals ihn abschwören und auch niemals das Mahlzeichen annehmen. Der Herr Jesus sagt, wer Vater und Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Deshalb ist es wichtig, dass schon früh auch die Kinder sich bekehren, dass sie auch standfest sind und dass wir uns nicht erpressen lassen, wenn irgendeiner aus der Familie ins Gefängnis kommt. Ich fantasiere hier nicht. Das ist schon immer passiert, wenn Verfolgung war. Die aus Russland kommen, werden wissen, dass ihre Vorfahren zum Teil gefangen genommen, hingerichtet wurden bei der stalinistischen Säuberung, wie man es genannt hat, Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, wurden viele über Nacht abgeholt und einfach sind verschwunden. Man hat dann viel später erfahren, wie sie dann auch gequält, gefoltert und erschossen oder hingerichtet wurden. Also, ganz wichtig, liebe Geschwister, den Herrn Jesus mehr lieben als unser Leben und mehr als alles andere. Und das kann nur jeder persönlich für sich entscheiden. Und da ist wichtig, dass auch unsere Familien endzeitfest sind.
Wenn Verfolgung kommt, werden unsere Gemeinden automatisch kleiner werden. Und da möge sich auch jeder fragen, der heute hier ist, wäre ich dann noch dabei beim Herrn Jesus oder würde ich dann schon sagen, naja, so eng muss man es ja nicht nehmen. Ist man dann schon auf dem breiten Weg? In der altrömischen Zeit gab es auch schon drei Gruppen von Menschen, die sich Christen nannten. Die erste Gruppe waren diejenigen, die dem Herrn wirklich treu geblieben sind, die seinen Namen nicht verleugnet haben, die dann in die Arenas geschickt wurden, den Löwen vorgeworfen, aber sie sind siegreich in den Himmel gegangen, ohne dem Herrn abzuschwören. Die zweite Gruppe sind solche, die ganz klar abgefallen sind. Und die dritte Gruppe sind solche, die versucht haben, Kompromisse zu schließen. Ja, ich kann ja an Jesus glauben, innerlich, aber äußerlich dem Kaiser opfern, den heidnischen Göttern opfern, die interreligiöse Ökumene mitmachen. Ja, sind die gerettet? Ich will nicht drüber urteilen. Vielleicht sind sie ja noch umgekehrt und haben Buße darüber getan, haben es bereut. Aber wenn sie in dieser Haltung gestorben sind, so denke ich, haben sie den schmalen Weg verlassen. Der schmale Weg, der allein zum Himmelreich führt. Ganz Jesus oder gar nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich hoffe, dass unsere Gemeinde einmal nicht kleiner würde, wenn Verfolgung kommt. Aber es möge jeder sich selber prüfen. Wie würde ich mich entscheiden? Bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Halte ich dem Herrn Jesus die Treue oder nicht? Ein nächster Punkt, der sehr aktuell ist, auch wenn wir so in unsere Länder und Städte schauen. Viele Gemeinden sind heute lauwarm geworden, auch viele einzelne. Und ich möchte es so formulieren, als zweites, wir dürfen keine unbiblischen Kompromisse schließen mit der Welt und mit abgefallenen Kirchen. Deshalb sind wir als Bibelgemeinde auch nicht Mitglied in irgendeiner ökumenischen Vereinigung. Wir wollen nicht urteilen über andere Gemeinden. Wir würden auch nie behaupten, wir seien jetzt die einzig wahre Gemeinde. Das wäre sektiererisches Denken. Es gibt in vielen Gemeinden wiedergeborene Geschwister, die wir von Herzen lieb haben. Aber wir wollen ganz bewusst, und wir haben es auch in unserem Glaubensbekenntnis so formuliert, nicht uns anschließen ökumenischen Dachverbänden, weil die Unterwanderung gerade in der Endzeit von oben her erfolgt. Man sagt auch, der Fisch fault vom Kopf her, von oben her. Von den Leitungen werden gezielt die Agenten eingesetzt, die die Leute in die große Vermischung, in die große babylonische Ökumene hineinziehen wollen. Und das geschieht auch heute, auch bei Allianz und anderen Dachverbänden, dass die Leute mit Kirchen zusammenbleiben sollen und müssen, die zum Teil schon völlig abgefallen sind. Ja, völlig abgefallen oder zum Teil in den Gemeinden und so weiter. Das Wort Gottes warnt uns. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, dann ist nicht die Liebe des Vaters in ihm. Da geht es auch um unser persönliches Verhältnis zur Welt, zum Fleisch, zu all diesen Dingen, so wie es die Bibel nennt, das Irdische, Vergängliche, ob wir daran festkleben und uns nicht davon trennen können. Zum Beispiel auch, wenn Verfolgung ist. Ja, liebe ich zum Beispiel mein Auto, mein Haus mehr als Jesus? Auch das müssen wir uns fragen. Wir werden vielleicht gar nichts mehr haben, nur noch vielleicht eine Kleidung auf dem Leib, wenn wir in der Gefängniszelle sitzen, aber dass wir auf keinen Fall Jesus abschwören. Pfarrer Richard Wurmbrand hat berichtet in seinen Büchern, er war ja etliche Jahre im Gefängnis, er hat nur noch aus einem Strohhalm sich ein Kreuz machen können und sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Und sie haben stundenlang immer wieder Gehirnwäsche laufen lassen, der Kommunismus ist gut, der Kommunismus ist gut. So lief es Tag und Nacht. Und er hat aus dem Strohhalm sich ein Kreuz gemacht, Herr Jesus, ich liebe dich, dich allein. Heute bekehren sich leider viele Gemeinden zur Welt, anstatt dass Menschen sich zu Jesus bekehren, durch christliche Gemeinden. Gerade umgekehrt, als es sein sollte. Eine sehr traurige Entwicklung. Da wird Disco und Rockmusik gespielt. Da wird Tanz eingeführt. Alles Mögliche wird zelebriert, was nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat. Ich habe aber mal einen Satz so formuliert, wiederhole ich immer wieder, bis ihn jeder verstanden hat. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Dann ist es nicht mehr die Gemeinde Jesu. Es ist irgendeine Vermischung zwischen Christus und Baal, aber wir können nicht gleichzeitig Christus und Belial dienen. So sagt es das Wort Gottes im Neuen Testament. Abgefallene Kirchen schwimmen mit der Welt mit. Die Welt wird diese nicht verfolgen. Sie gehören ja schon dem Teufel. Ich sage es mal ganz hart. Ja, wenn der Teufel schon mal einen Fuß drin hat, dann ist es schwer, das wieder herauszubekommen.
Und Gemeindezucht wird heute leider kaum noch geübt. Wo wird noch der Sauerteig der Sünde, der Vermischung ausgesondert? Natürlich, das beginnt in unserem eigenen Herzen. Wir stellen uns nicht über andere. Wir sind alle versuchbar, aber wir wollen jeden Tag um Reinigung und Heiligung bitten. Das ist auch ganz wichtig. Mir hat einmal ein führender Evangelikaler gesagt, Lothar, uns unterscheidet ein Punkt. Du sonderst dich ab und ich sondere mich nicht ab. Aber liebe Geschwister, ich würde sagen, das ist gerade der entscheidende Punkt. Wir müssen uns von dem absondern, was Sünde ist, was verderblich ist, was in den Abgrund führt. Sonst werden wir selber mitgezogen, denn der Sog nach unten ist immer stärker letztendlich, weil es ja nach unten geht, als nach oben. Es gilt, einen geistlichen Kampf zu führen, um zu widerstehen diesem Sog, der in den Abgrund führt. Und dazu noch ein paar ganz praktische Hinweise. Gottes Wort auswendig lernen ist wichtig. Wenn ihr eine gute, wortgetreue Bibel habt, etwa die älteren oder auch in guter Weise revidierten Luther-Übersetzungen, es gibt da verschiedene Ausgaben, aber es gibt auch wortgetreue Luther-Ausgaben oder auch die Schlachter 2000 und ähnliche, die kann man auch wirklich auswendig lernen. Ich habe, als ich frisch bekehrt war, damals die ganze Luther-Bibel gelesen und das ist so innen drin, dass bei mir immer noch, wenn ich eine verfälschte Übersetzung lese, mir als Film hinten die Luther-Übersetzung abläuft. Also ich höre praktisch, wie es bei Luther steht und dann merke ich, was da verändert wurde. Ja. Das ist gut, wenn man also das Wort so verinnerlicht hat, dass man es, ich kann jetzt nicht die ganze Bibel auswendig, aber es gibt wohl Menschen, die das können, habe ich schon gehört, aber dass ihr doch wichtige Passagen auswendig lernt, die Bergpredigt, die Endzeitrede, den Heilsplan Gottes und solche Stellen, auch Psalmen, Dinge, die uns glaubensstärkend sind. Wenn wir vielleicht einmal die Bibel weggenommen bekommen, in der Verfolgung werden sie uns vielleicht alles wegnehmen und sie wollen ja die Bibel ausrotten, aber dass wir das dann auswendig kennen. Auch gute geistliche Lieder, einen guten geistlichen Liederschatz, ja, ist auch ganz wertvoll. Und dass wir deshalb heute schon wirklich im Wort Gottes zu Hause sind, die stille Zeit halten. Das ist uns vielleicht manchmal, haben wir wenig Zeit, aber wir sollen uns die Zeit nehmen. Es ist wirklich ein Kampf jeden Morgen, ja, dass man sich die Zeit nehmen kann, aber es ist ein Segen darauf. Ich habe mir angewöhnt, jeden Tag ein Kapitel Altes Testament und einen Psalm oder auch Sprüche und ein Kapitel Neues Testament, manchmal auch mehr, und das fortlaufend zu lesen. Da kann man sich drei Buchzeichen reinmachen, Altes Testament, Psalmen, Sprüche, Hiob und im Neuen Testament. Da haben wir jeden Tag drei Kapitel Bibelstudium. Und das kann man auch ohne Kommentar lesen. Es geht darum, dass man das, was man versteht, aufnimmt. Und was man nicht versteht, einfach dem Herrn anbefiehlt. Aber das, was man begreift, aufnimmt und behält im Herzen. Ja. Jetzt aber die weitere Frage, wie können wir unsere Gemeinden auf die Verfolgung vorbereiten? Ich habe jetzt über den einzelnen Christen, die einzelne Christin gesprochen, jetzt aber die Frage der Gemeinden. Nun zunächst gilt es, dass wir Gemeindeglieder durch Fürbitte und Verkündigung endzeitfest machen. Dazu gehört eine klare Predigt, ich sage mal eine Schwarzbrotpredigt, kein Wohlfühl-Christentum, kein Wohlstandsevangelium, keine schwärmerischen Irrlehren oder irgendwelche Sonderlehren, sondern so wie es geschrieben steht. Und dass wir uns auch immer wieder korrigieren lassen, jeder Einzelne, auch jeder Prediger vom Wort Gottes her. Eine populäre sogenannte Predigerin im Fernsehen, wir selber haben kein Fernsehen, die verkündigt immer wieder die Botschaft, genieße dein Leben. Ja, ich sage jetzt hier keinen Namen, viele werden das vielleicht wissen, wer das ist. Erstens mal gibt es in der Bibel keine Frauen, die Männern predigen sollen, das ist im Wort Gottes verboten. Aber dann noch diese falsche Botschaft, ja, genieße dein Leben. Wer ein solches Genusschristentum führt, wie wird der in der Verfolgung standhaft bleiben? Die Frage stelle ich mir, ja. Ein solches psychologisches, verbessertes Pseudo-Evangelium. Wer wird der in der Verfolgung standhaft bleiben? Nein, wir dürfen uns freuen am Herrn. Wir dürfen uns freuen an der Schöpfung und auch aneinander. Aber wir sollten endzeitfest sein und auch bereit sein für Leiden und Verfolgung. Und wer da nur genusssüchtig ist, im Irdischen festhängt, der wird nicht bestehen. Und so geht es um die innere Haltung. Wir dürfen uns jetzt noch freuen an dem, was der Herr uns schenkt. An unseren Familie, an unserem Haus oder Auto oder was auch immer. Ich will euch das überhaupt nicht madig reden. Aber wir sollen so leben, als hätten wir nicht. So schreibt der Apostel Paulus. Versteht ihr das? Haben, als hätten wir nicht.
Wenn sie uns alles nehmen und sagen, schwör Jesus ab, du kriegst alles weggenommen, was wirst du dann sagen? Prüfe dich. Fällt es euch schwer oder leicht? Fällt es mir schwer oder leicht? Ja, will mich da nicht ausnehmen oder drüber stellen. Es wird für jeden ein Kampf sein, aber der Kampf wird hoffentlich richtig entschieden. Und es fällt uns leichter dann, die richtige Antwort zu geben, wenn wir wissen, wie kurz diese Lebenszeit ist und wie endlos die Ewigkeit. Und darum geht es doch. Wir müssen die Prioritäten richtig setzen. Das Irdische dürfen wir jetzt noch genießen, solange der Herr es uns schenkt. Aber nicht daran festkleben, ja, nicht daran verhaftet sein. Die Pharaonen haben sich noch ihre Schätze mit ins Grab geben lassen oder in die Pyramiden. So dürfen wir nicht denken. Ja, wir liegen, wenn wir im Sarg liegen, unser Körper, dann möchte unser Geistliches zum Herrn gehen, so wie er den Geist hineingesenkt hat, so geht er zum Herrn, wenn wir Kinder Gottes sind, reingewaschen durch das Blut Jesu. Und dann wird wir ewig die himmlischen Schätze bewundern. Die Perlentore und die goldenen Gassen und was da alles beschrieben wird. Das ist nichts im Vergleich zu dem jetzigen, vergänglichen, oberflächlichen. Wir müssen Schwarzbrot predigen. Wir dürfen nicht verschweigen, dass es eine ewige Verdammnis gibt für solche, die Jesus verleugnen. Und wir dürfen auch nicht verschweigen Themen, die man heute kaum noch hört von Kanzeln, wie etwa Buße, Gericht Gottes und auch eben die Verlorenheit. Das müssen wir den Leuten auch sagen. Wir wollen nicht Angst machen, aber wir wollen durch die Liebe Jesu einladen, rechtzeitig umzukehren vom Weg der Verlorenheit. Noch einige weitere praktische Hinweise, was Gemeinde angeht. Gerade wenn Verfolgung droht und wir wissen nicht wann oder wie früh oder wie spät, ja, aber rechtzeitig, und das ist sowieso ein biblisches Gebot, gilt es, nicht einen, sondern mehrere Brüder als Älteste und auch Diakone einzusetzen, damit bei der Verhaftung Einzelner die Gemeinde weiter geleitet werden kann. Ganz wichtig, wird der Erste festgenommen, ist der Zweite da. Wird der Zweite festgenommen, ist der Dritte da. Werden alle Brüder vielleicht festgenommen, sind die Schwestern da und können dann Frauenstunde oder Kinderstunde vielleicht noch halten. So war es in Russland und das ist wichtig deshalb. Und das ist der nächste Punkt, dass jeder Christ, jede Christin ein mündiger Christ ist. Dass jeder von uns das Wort Gottes liest. Dass jeder von uns auch gefestigt ist und auch andere belehren kann, die Frauen und die Kinder, die Männer, die Frauen und Kinder. Ja. Es ist ganz klar von der Hauptstellung Epheser 5 her, dass die Männer nur als Älteste tätig sein können, aber die Frauen können viele wichtige Aufgaben im Reich Gottes wahrnehmen. Sie können Kinder belehren, sie können Frauen unterrichten und auch missionarisch tätig sein, viele andere Dienste tun. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr verkündigen könnt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hier ist das allgemeine Priestertum ausgedrückt. Wir haben nicht mehr irgendwelche beamtete Priester wie in manchen Kirchen, sondern jeder Mann ist ein Hauspriester in seinem Hause. Jede Frau ist eine Priesterin für ihre Kinder auch. Und so sollten wir dienen und den Herrn Jesus groß machen und verherrlichen. Dann möchte ich noch einen vielleicht etwas heiklen Punkt ansprechen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir müssen die Gemeinde eindrücklich warnen vor der Annahme des Mahlzeichens und vor der Unterwerfung unter den Antichristen. Es gibt ja manche Geschwister, die sagen, man wird vorher entrückt, das betrifft uns nicht mehr. Andere sagen, wir kommen noch hinein. Manche sagen noch, wir kommen ganz hindurch. Wir wollen nur darüber nicht diskutieren, über den Zeitpunkt der Entrückung. Aber ich möchte so sagen, wir sollten uns auf beides vorbereiten. Alle Zeit bereit sein für die Entrückung, auch heute schon. Ja, wir wissen nicht, ob wir vielleicht schon in der Trübsalzeit drin sind. Manche sagen es, dass wir schon mittendrin stehen. Aber auch bereit sein auf die Verfolgung. Und auf keinen Fall sich ein Zeichen aufprägen lassen, auf die, so wie es die Bibel sagt, auf die Hand oder Stirn, rechte Hand oder Stirn. Denn das würde die Unterwerfung unter die Herrschaft des Antichristen, des Tieres aus dem Völkermeer bedeuten. Lieber sterben, als den Herrn Jesus verleugnen und sich dem Antichristen unterwerfen. In Matthäus 10, 28 sagt unser Herr, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Und ein Trostwort vom Herrn in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden, nicht nur die Angst, die ganze Welt. Jesus ist der Sieger. Und wer auf der Seite des Siegers steht, ist immer auf der Seite des Stärkeren. Und diese ganzen antichristlichen Mächte, ich habe deshalb letztendlich nicht wirklich Angst vor ihnen, weil sie sind schon besiegt. Es ist ein letzter Aufstand Satans, der weiß, dass er wenig Zeit hat. In Offenbarung 12 steht das beschrieben. Und deshalb spitzt sich jetzt alles so schnell zu. Wir können ja gar nicht mehr nachkommen, wie viele Verfolgungen es gibt in vielen Ländern, wie viele antichristliche Gesetze in Europa und Amerika und anderswo verabschiedet werden. Es überschlägt sich zurzeit. Aber erhebt eure Häupter, weil ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Sind wir bereit, Jesus Christus zu begegnen? Noch ein weiterer Hinweis. Wir dürfen uns freuen, wenn wir uns noch als Gemeinden versammeln dürfen. In Gemeindehäusern, in Bethäusern. Aber vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo es nur noch im Untergrund möglich ist. In den Häusern. Grüße die Gemeinde in deinem Hause, heißt es in der Bibel mehrfach. Die Urgemeinde hat sich bekanntlich in den Häusern versammelt, als sie nicht mehr im Tempel sich treffen durften. Dann ging es in die Häuser. Erst später wurden dann Kirchen und Gemeindehäuser gebaut. Noch freuen wir uns daran, aber wir sollten uns auch vielleicht schon einstellen auf Hausversammlungen. Es gibt ja auch manchmal Hauskreise, Hausgemeinden. Das ist auch möglich. Ich möchte jetzt aber nicht der Vereinzelung das Wort reden, denn das Wort Gottes sagt auch in Hebräer 10, Vers 25, verlasst eure Versammlungen nicht, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Also wir sollen, solange es möglich ist, zusammenkommen, auch als Gemeinde, aber uns darauf einstellen, falls sie uns zweimal die Häuser schließen würden, sind wir dann auch vorbereitet, dezentral in den Häusern, vielleicht im Untergrund, uns da auch zu treffen. Ich bin dankbar, dass wir hier so viele Brüder haben, die am Wort dienen können. So würde also kein Predigtnotstand eintreffen, wenn das einmal so sein sollte. Ja, dann gibt es noch weitere Punkte, die möchte ich jetzt aber aus Zeitgründen weglassen. So der Herr will, werde ich im Herbst bei der Endzeitkonferenz in Bad Heinach das Thema nochmal ausführlicher dann darstellen. Aber zwei Dinge möchte ich noch erwähnen. Wir sollen auch wieder lernen, gerade wenn Verfolgung ist, uns ohne virtuelle Medien verständigen zu können, da die virtuellen Medien alle ortbar sind. Ich habe nicht die Illusion, dass sich irgendjemand da noch verstecken kann, weil heute ist die Technik so ausgefeilt. Früher hat man durch Hunde die Menschen aufgespürt im Altertum oder auch im sogenannten Dritten Reich. Manche konnten aber auch versteckt werden, siehe bei Corrie ten Boom, damals in Holland, die viele Juden versteckt hatte. Aber wichtig ist, wir müssen uns ja auch nicht direkt ausliefern selber, dass man auch wieder es lernt, mit Schreibmaschine, mit Handschrift, Zettel weiterzugeben, Botschaften ohne Elektronik, weil Elektronik ist sofort ortbar, dass wir auch das, diese Möglichkeit uns offen halten. Gerade wenn die Sache ernst würde. Und das möchte ich jetzt im Blick auf die Kinder nicht weiter ausdehnen, was ich jetzt nur anschneide, sich auch auf Folter einstellen. Dem eigenen Ich absterben, Jesus treu bleiben bis in den Tod. Wir wissen ja, Hitler, Stalin, wie viele da in die KZs geholt wurden, gefoltert wurden. Und ich denke, die allermeisten sind festgeblieben, haben den Herrn nicht verleugnet. Ein bekanntes Beispiel eines evangelischen Märtyrers ist der Prediger von Buchenwald. Weiß jemand, wie er geheißen hat? Paul Schneider, seine Witwe ist, glaube ich, erst kürzlich in hohem Alter verstorben oder lebt sogar noch, ich weiß nicht genau. Und den hat man auch immer wieder gefoltert, aber er hat aus der Zelle gerufen, als mal Ostern war und die ganzen Häftlinge waren versammelt auf dem Kasernenhof. Jesus ist auferstanden, der Herr ist auferstanden. Ja, und was für eine Botschaft. Und schon kamen sie und haben ihn dafür verprügelt, aber er konnte diese Botschaft hinausrufen. Und kurz darauf, einige Zeit später, haben sie ihn dann die Todesspritze gegeben, soweit ich weiß. Pfarrer Richard Wurmbrand, ich habe ihn schon erwähnt, er war in Rumänien viele Jahre im Gefängnis, ich glaube ungefähr 10 Jahre. 14, ja, danke. In dem Ceausescu-Regime sind auch einige Rumänendeutsche hier unter uns, die das vielleicht noch genauer wissen. Und er hat ja auch Bücher geschrieben und als er hier nach Westen kam, hat man es erst gar nicht geglaubt. Ach, das stimmt doch gar nicht, so schlimm kann es nicht sein, wurde behauptet. Vor allem von den linken Medien, ja. Aber es war Tatsache. Und heute weiß man das ganz genau. Und er hat aber überlebt und ist sogar recht alt geworden, über 80 Jahre. Ja. Und er hat in seinem Buch Vorbereitung der Untergrundgemeinde viele hilfreiche Hinweise gegeben. Ich möchte dazu jetzt gegen Ende meiner Predigt nur zwei zitieren.
Er hat geschrieben zum Beispiel, die Vorbereitung auf das Leiden ist ein wesentlicher Bestandteil der Untergrundarbeit. Dann gerät ein Christ auch nicht in Panik bei einer Verhaftung. Er ist vorbereitet. Das Morsealphabet, also dass man durch Klopfzeichen sich verständigen kann über die Wände, gehört zur Grundausrüstung für die Untergrundarbeit. Es ermöglicht oft die Verständigung und den Informationsaustausch mit den anderen Häftlingen. Viele haben sich bekehrt dann auch in den Gefängnissen. Dann ist das das Missionsfeld. Und das ist auch der nächste Punkt. Er sagt, die Zelle ist dein Missionsfeld. Sie ist oft die Arbeitsstelle, die Gott dir zugewiesen hat. Es gab nie so viele Bekehrungen wie in den Gefängnissen. Du sollst sie zum Glauben bringen, sie taufen und im Glauben stärken. Es gibt auch hier Ermutigendes, selbst wenn es einmal ganz ernst wird. Ja, jetzt möchte ich zum Schluss noch mal einiges zusammenfassen. Wie können wir uns persönlich vorbereiten? Wichtig ist, Jesus über alles lieben. Ganz wichtig. Und das kann der Herr uns schenken, dass wir diese Liebe, die er uns erwiesen hat am Kreuz von Golgatha, wo er uns den Weg zum Himmel geebnet hat, dass wir diese Liebe erwidern von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzer Kraft und ihm dienen. Wer Jesus über alles liebt, der wird ihn nicht verleugnen. Bibelverse auswendig lernen, vielleicht ganze Kapitel, vielleicht sogar ganze Bücher, wer diese Gabe hat. Das sage ich auch den Kindern, es ist ganz wichtig, dass er die Bibelverse wirklich auswendig lernt, aber auch versteht, was ihr da lernt. Das muss dann auch erklärt werden, ja, damit ihr wisst, worum es wirklich geht. Auch Glaubenslieder, die kann man dann auch singen für sich und für andere. Und die Familie auch darauf vorbereiten, dass keiner den Herrn verleugnet, dass keiner sich erpressen lässt durch irgendetwas. Das Leben ordnen. Wurmbrand schreibt von der gepackten Tasche. Damals in Rumänien haben sie an einem Tag zugeschlagen und alle gefangen genommen, die auf der Liste standen. Wir wissen nicht, wann der Tag vielleicht auch bei uns kommt. Aber dass alles geordnet ist. Vielleicht auch das Testament gemacht. Dann sich bewusst für den Kampf als Christ entscheiden. Und auch sich einzuüben, mit Jesus ganz allein zu sein, wenn man dann in der Zelle sein sollte. Fortwährend innerlich den Herrn Jesus anbeten, so wie es Wurmbrand gemacht hat mit diesem Kreuz aus dem Strohhalm. Für die Gemeindebrüder, für die Verantwortlichen in den Gemeinden ist es wichtig, dass wir gemeinsam unbefleckte Hände zum Gebet erheben, dass wir die Gemeinde auferbauen durch Predigt und Seelsorge. Keine wachsweiche Predigt, sondern deutliche und klare und feste Predigt. Dass wir Bibelwissen predigen, das aber auch ins Herz geht und auch um jeden Einzelnen und seelsorgerlich kümmern. Auch der Besuchsdienst ist ganz wichtig. Ich schließe mit einem Zitat von Johannes Bruder, so heißt dieser Autor des Buchs Unterwanderung der Christenheit, das zurzeit leider vergriffen ist, aber er hat Folgendes gesagt. Er schreibt, wir müssen uns auf eine Christenverfolgung vorbereiten und bereit sein, unsere Gemeinden auch im Untergrund leiten zu können. Unsere jugendlichen Christen dürfen wir nicht zu lauen Anhängerchristen, also Mitläufern, machen, sondern zu Hirten, Ältesten. Bist du bereit, eine Hausgemeinde zu führen? Weißt du, was dazugehört? Weiß deine Frau, deinen Dienst zu unterstützen? Sind dir deine Aufgaben bekannt und bist du unterwiesen, ein Hirte zu sein? Fühlst du dich verantwortlich für die Schafe? Nimm die Ausprägung deines Charakters und die Führung des Heiligen Geistes zum Hirten als dein wichtigstes Anliegen in deinem Leben. Du wirst es brauchen. Amen. Ich möchte jetzt bitten, dass wir uns erheben zum Gebet.